Ja, hallo, ich habe nochmal einen Vorschlag, was ich mir überlegt habe. Es ist ja so, dass Charity durchaus, also Charity und Spenden von Privatpersonen durchaus armen Leuten in Deutschland und in der Welt helfen. Ich bin aber der Meinung, dass genauso Konzerne und die Leute, die mit Aktien handeln und Staaten eben spenden sollten, um das Leben in Deutschland und in anderen Ländern einfach besser zu machen. Es geht darum, eine allgemeine Spende einzuführen oder eine Steuer einzuführen. Mein Vorschlag wäre eben 10% von jeder Privatperson an zum Beispiel die Vereinten Nationen und ihre Agenturen und die angeschlossenen Unternehmen, die Hilfsmittel herstellen, 10% von Privatpersonen. 2,5% von allen Unternehmen, einfach als Generalsteuer, um Straßen zu bauen, Brücken zu bauen, Lastwagen zu kaufen, um eben auch durch den afrikanischen Busch zum Beispiel zu kommen. Und von jedem Handel, das ist jetzt nicht meine Idee, sondern beruht auf der sogenannten Tobin-Steuer, dass man eben 0,01% von jedem Aktienhandel an diese Agenturen spendet, beziehungsweise diese Steuer erhebt weltweit. Damit wäre der Reichtum gerecht verteilt und das Leben auf der Welt für alle Menschen würde ein bisschen einfacher werden. Ist ein Vorschlag, meines Erachtens ist es sinnvoll, weil das Budget der Vereinten Nationen ist, wenn ich richtig informiert habe, niedriger als das Haushaltsbudget der Stadt New York alleine. Dankeschön. Ja, guten Abend. Es ist ja noch hell, aber es ist trotzdem Abend. Ich möchte mal sagen, warum wir hier stehen. Wir stehen hier für den Frieden, dafür, dass wir frei bestimmen können, dass wir keine gleichgeschaltete Presse haben. Ich bin dagegen, dass wir Waffen exportieren. Ich bin dagegen, dass wir genmanipulierte Nahrungsmittel immer mehr eingeführt bekommen. Dazu kann man unter TTIP noch einiges lesen. Es gibt mittlerweile 122, wenn ich richtig informiert bin, Mahnwachen in Deutschland und auch in anderen Ländern gibt es auch noch welche. Und man wird darüber in der Presse sehr wenig lesen, weil es nämlich ganz einfach in der Presse nicht geschrieben steht, dass ja, dass diese Mahnwachen da sind. Und ja, es ist so, dass wir ganz oft über Konsum und über das, was im Außen ist, gesteuert werden, dass wir über Kriegsberichte und über Konsumverhalten gesteuert werden, was wir kaufen sollen und was wir machen sollen. Und wir werden über die Medien, über Filme, über, ja, über Kino, über Fernsehfilme in Angst oft gehalten und da wird unser Reptiliengehirn angesprochen. Das heißt, der Bereich im Gehirn, der für Angst zuständig ist, der nur mit ja, entweder weglaufen oder Angriff reagieren kann. Und wenn wir in diesem Bereich des Gehirns sind, können wir nicht mehr mit dem Herzen entscheiden und nicht mehr aus unserer Mitte her entscheiden. Und wenn wir das mitbekommen, dass das mit uns gemacht wird über die Medien, dann können wir anders entscheiden. Das heißt, dann können wir gucken, was wir wirklich brauchen. Ja, und die Friedensmahnwachen gibt es jetzt seit einem Jahr und ich bin total stolz auf die ganze Mannschaft hier, die das auf die Beine stellt. Da ist der Ben, der das Ganze gestartet hat, der Udo, der Martin, all die ganzen, deren Namen mir jetzt nicht alle einfallen, die jedes Mal hierher kommen. Der Rainer, der ganz oft Sachen über das Geldsystem erzählt, der das wirklich gut drauf hat. Ich kann mir das fünfmal anhören, ich verstehe es immer noch nicht so richtig, aber das ist egal. Ich möchte dieses Engagement hier erstmal ein bisschen loben und würdigen, dass ihr das alle macht. Dass der Ben, der muss ja jedes Mal vorher losfahren, das alles aufbauen, das alles mitschleppen, das muss ja alles irgendwie in Kisten oder wie du das machst. Ich bewundere das, deinen Einsatz und ja, deinen Antrieb. Ja? Du musst ja irgendwas in dir haben, dass du das machst. Ja? Und weil ich weiß, dass du das machst, komme ich auch hierher und wir sind ja dann auch alle da. Nur wenn du gar nichts machen würdest, würde das versacken. Und es gibt Mahnwachen, da ist es versagt. Da haben sie es auch gesplittet. Ja? Da gibt es dann Streit und Konkurrenz und das gibt es hier gar nicht. Ja? Das finde ich einfach total klasse, weil hier jeder reden kann, wie er Lust hat und was ist.
Und es gibt hier keine Zensur. Und das finde ich total klasse. Ich kann dir das direkt beantworten. Ich kann gar nicht mehr anders. Also zum Glück habe ich mich mehr oder weniger mit der Techniker verpflichtet. Und wenn ich mal keinen Bock habe, muss ich trotzdem kommen. Und so komme ich auch jedes Mal. Aber auch aus Überzeugung und vom Gewissen her. Also ich muss das tun, weil ich möchte was getan haben gegen diesen Irrsinn, der hier passiert. Und das ist eine prima Art, um sich zu äußern, um sich Luft zu machen. Und ich habe es ja schon öfter mal gesagt, das muss raus, was man da in sich gären hat, wenn man sich informiert. Und man darf damit die Leute eigentlich nicht belästigen in seinem Freundeskreis, weil die sind dann oft noch nicht offen und sind nicht bereit dafür. Und hier kann man es rauslassen. Hier können sich die Leute, die es interessiert, die können sich dazustellen, können Gemeinsamkeiten entdecken. Die Leute im Internet, die Lust haben, können sich anschauen. Und ich bin froh, dass ich es los bin. Das ist ein Päckchen, das kann man abwerfen hier. Und das finde ich so super, dass du dieses Forum bietest. Ich habe vor einem Jahr das alles entdeckt und habe gedacht, oh Gott, ich bin alleine. Und keiner versteht mich, weil meine Familie, die denken halt, ich bin abgedreht oder so, ja. Das war der Grund, überhaupt in Facebook zu gehen. Jetzt bin ich vernetzt mit verschiedenen Menschen, die das, in verschiedenen Städten in Deutschland. Und es ist so toll. Ich habe erst gedacht, ich muss nach Düsseldorf fahren oder nach Köln oder wo ich hin. Und jetzt bist du da. Und ich finde es einfach, ich kann auch nicht anders. Ne? Also ich muss auch hier sein, auch wenn ich das schon alles kenne und weiß, welche Themen dran sind. Aber auch du, Martin, mit deinem Fuß bist immer gekommen, auch wenn es nicht so einfach war. Ja, ich möchte einfach danken für dieses Forum. Das ist mir einfach wichtig. Das finde ich einfach super. Bleib mal hier stehen. Erstmal natürlich auch, finde ich auch alles, auf jeden Fall. So? So? Dann hört man dich aber nicht mehr. So, ich versuch's. Du hast gerade das Thema öffentliche Medien angesprochen. Was hältst du davon, wenn wir da zu zweit mal so einen kurzen Exkurs darüber machen? Gerne, wenn ich was dazu weiß, kann ich was dazu sagen. Du hast ja gerade schon was dazu gesagt. Und zwar hast du gesagt, dass diese ganzen Filme und Serien etc. unser Reptiliengehirn ansprechen. Ja, ja. Und Ängste auslösen. Kannst du das mal ein bisschen genauer beschreiben? Ja, wir haben also einen ganz alten Gehirnteil, in dem, das ist wirklich der Teil, der vor allem bei Reptilien stark ausgeprägt ist. Die haben, glaube ich, keinen anderen Teil. In dem wir, wenn Gefahr kommt, entweder wir in den Kampf gehen oder in die Starre. So, und dieser Modus springt immer dann an, wenn wir Angst bekommen. Ja? Wenn wir in Kriegssituationen sind und wir können uns, die Filme, die im Fernsehen laufen, das sind ja viele gewaltvolle Filme, können wir uns den Krieg im Endeffekt über den Fernsehen in uns selber reinholen und identifizieren uns mit den Personen. Und dann läuft unterbewusst das Gefühl von Angst ab. Und viele zum Beispiel, es gibt verschiedene Mechanismen, wie wir mit Angst umgehen. Die einen erstarren, die anderen müssen zum Beispiel essen. Ich zum Beispiel esse gerne. Und ich weiß noch früher, dass ich wirklich unbewusst neben dem Fernsehen eine Tüte Chips essen konnte. Und ich habe es gar nicht gemerkt, weil ich so in Aufregung war, was da abläuft. Ich fange dann auch an zu schwitzen und so. Ja, also es läuft einfach unterbewusst ab. Und seitdem ich, sag ich mal, meditiere und auch mich mit selber beschäftige, weiß ich, dass ich doch wieder rauskomme. Nur ist es mir da bewusst, dass ich in dem Moment in diesem Modus bin. Und heute lasse ich den Fernseher einfach bewusst aus. Das ist das Beste, was man machen kann, finde ich. Fernseher weg. Jetzt hast du Actionfilme angesprochen. Weißt du, wie das bei Komödien läuft?